Hey yo Leute, ich bin's wieder, euer Fight Club Gaming. Diesmal mit einem relativ traurigen Thema, sage ich, wie es ist. Ich bin auf dieses Video gestoßen, habe auch gesehen, wie alt das jetzt ist. Das war mir aber in dem Moment egal. Und ist es mir auch jetzt noch. Ich möchte darauf aufmerksam machen. Das ist natürlich News, also zu meinem kleinen neuen Format. Aber ich möchte das einfach mal, ich möchte darüber, über dieses Video hier geredet haben, über das, was im Video passiert ist. Damit ihr die Vorgeschichte kennt, ein Polizist ist mit Blaulicht und Sirene durch die Gegend gefahren, also, und hat eine Frau, die gerade abbiegen wollte, mit etwas über 90 Sachen, volle Knäcke, mit dem Streifenwagen in die Fahrertür gerammt. Eine halbe Stunde später war die Frau tot. Was wir hier sehen, sind die Eltern, die Familie, die einfach nur Gerechtigkeit haben wollen. Schauen wir rein. Ich versuche jetzt nicht so viel, ne? Gestern Berlin-Moabit am Kriminalgericht. Eine Mutter und ein Vater fordern. Ich meine, jetzt pause ich schon. Ich meine, guckt euch den Vater an, guckt euch die Mutter an. Die sind halt einfach komplett am Boden. So. Das ist absolut traurig. So. Die haben einfach ihre Tochter verloren. So, das, was sie über alles geliebt haben. Vom einen auf den anderen Tag nur wegen einem Unfall. Unfall ist nicht nur irgendein Unfall. Recht fordern Gerechtigkeit. Hier ist ein Mensch tot gefahren worden, ja? Und er hat einfach einen Fehler gemacht und er muss dafür gerade stehen. Angeklagt ein Polizist. Er hat eine junge Frau getötet. Mit dem Streifenwagen während ein. So sah das Ganze aus. Er ist ihr dann hier auf der anderen Seite volle Knecke in die Fahrertür reingedonnert. Der Polizist lebt noch. Dem geht's relativ gut. Und das Auto, ja, es ist jetzt nicht unbedingt ein kompletter Totalschaden, aber da kann man halt trotzdem was dran fixen, passt. Es wird eben nie wieder eingesetzt, das Auto. Der ist von aus. Fazit bei ihr seht das Auto gefühlt nahezu kaum gedamaged, aber die Fahrerin tot. Ich fühle da mit den Eltern und ich erzähle jetzt aus der früheren Zeit, aus meiner Heimzeit. Ich war beim THW. Ich habe gesehen, wie es bei Unfällen aussieht. Das kann man sich nicht vorstellen. Ihr seht das jetzt so über dem Bildschirm, aber wenn ihr da live drin dabei seid, wenn ihr da Leute rausholen müsst, wenn ihr die schweren Geräte tragen müsst, wenn ihr seht, was da abgeht bei Unfällen, wenn die Feuerwehr, zum Beispiel solche Autos hier, stellt euch mal vor, hier alles verbogen, wenn die das nicht aufkriegen. Das nimmt einen mit, so. Also, oh, und jetzt dieser Verlust ist halt, das ist halt, ich kann, ich meine, ich bin keiner der Eltern, sage ich, wie es ist. Aber das ist bestimmt, als würde man die einfach so, einfach am Boden unter den Füßen wegziehen. Traurig. Eine Wirklich. Einsatzfahrt. Er hat meiner Tochter das Leben genommen und ihm war völlig egal, wer noch drauf ging halt, ja. Im Raum steht ein Verdacht. Er ist betrunken gefahren. Wir sind in Berlin bei Britta und Christian Martini. In ihrer Wohnung haben sie diesen Ort der Erinnerung an ihre Tochter Fabienne geschaffen. Sie war immer lebensfroh, lebenslustig und ja, eigentlich hat sie immer gestrahlt. Einzigartig. Einfach ein toller Mensch. Eine tolle Tochter. Schaut euch den Mann an. Man kann anhand seiner Augen schon sehen, wie es ihm geht. Lass den
Fabienne geblieben sind Videos, Fotos, ein Fuß- und ein Handabdruck als Dreijährige, ein Geschenk für die Großeltern zu Weihnachten. Jedes Stück von Fabienne, was ich habe, das behalte ich halt auch, ja, und das gibt mir Kraft halt, ja. Es ist der 29. Januar 2018, 13 Uhr. Fabienne Martini ist in der Nähe des Roten Rathauses in Berlin-Mitte unterwegs. Sie will sich mit einem Café selbstständig machen, möchte deshalb hier bei einer Bank ein Geschäftskonto eröffnen. Sie war einfach so stolz und so ehrgeizig und hat sich so gefreut, dass sie mit 21 so einen eigenen Laden übernimmt. In diesem Moment geht bei der Polizei Berlin ein Notruf ein. Raub in einem Einkaufszentrum ganz in der Nähe. Die Besatzung eines Streifenwagens fährt durch diesen Tunnel mit Blaulicht und Sirene. Fabienne fährt genau... Da, jetzt kommt es. Deswegen habe ich gesagt, es ist kein normaler Unfall. Passt mal auf, wie das Ganze passiert ist. Vor diesem Tunnel die Straße mit ihrem Auto entlang. Sie will auf einem der Parkplätze auf dem Mittelstreifen parken. Fabienne biegt langsam nach links. Der Streifenwagen kann nicht mehr rechtzeitig bremsen, rammt mit 93 km pro Stunde die Fahrertür. Ersthelfer und Rettungskräfte versuchen... Mit 93 km/h. Ich meine... Ne? Ich bin Kenner, der sagt, ne? Ich bin, da gibt es ja im Prinzip, hat man als Polizist, das weiß ich, weil ich gefragt habe, in eine gewisse Geschwindigkeit, wo man sagt, okay, weißt du, 80 ist noch, okay, du bist schon relativ schnell unterwegs. Lass aber gut sein, ab hier ist Schluss, oder sollte Schluss sein. Bei uns kam man teilweise hat man eine Verfolgungsjagd in der Stadt gefilmt und ich habe es gesehen und dann wirklich, die sind auch nicht schnell, weißt du, die Polizisten auch hinterher, aber nicht mit 93 Sachen oder so, sondern das war dieses klassische, wie da kommt man sich da was auf, wie bei Cobra 11, zack, zack, zugemacht, die Typen wollen wegrennen, gefasst, fertig. Aber 93, weil bei uns, wie gesagt, ich habe auch schon Polizisten gefragt. Ich kenne nämlich jemanden, der ist Polizist. Der hat früher mal neben mir gewohnt. Der hat gemeint, ihm wurde auch gesagt, dass man das schneller als 80 nicht fahren sollte, außer es ist eine extreme Notsituation. Wo man sagen kann, so jede Sekunde zählt, jedes Streifenteam zählt, das da ist, dann ist es was anderes. Aber dann wird trotzdem auf Sicherheit geachtet. Und das heißt, wenn ein Auto abbiegt, dann heißt es Mick, wie bei uns würde man sagen, Mick zu Robbe, weil das heißt Vollbremsung. Vollbremsung im Lenker rumziehen. Ja, auf jeden Fall, die sind übelst heftig kollidiert. Ja. Und guckt euch mal an, überall liegen hier so die Teile des. Und das, was mich jetzt irgendwo auch nochmal trifft, ist, wenn du diesem Ding, ihr seht ja das Auto, da ist safe der Airbag und alles aufgegangen so. Sie muss bestimmt noch einen Teil mitgekriegt haben. Um wie schmerzhaft das gewesen sein muss, das kann ich mir halt irgendwo nicht ausmachen, aber es muss bestimmt schmerzhaft gewesen sein. Suchen Fabienne wieder zu beleben, vergebens. Eine halbe Stunde nach dem Zusammenstoß... Da, guckt euch das an. Die Tür ist reingedrückt. Und, also der Teil der Seite ist reingedrückt. Aber pass auf, das war's einfach noch nicht. Gleich kommen wir zu den Punkten, die mich absolut aufregen. Stirbt Fabienne am Unfallort. Am Abend klingelt die Polizei bei den Eltern. Sind Sie Frau Martini? Ja. Können wir mal reingehen? Und dann beim Schließen habe ich dann gesagt, sie wollen mir jetzt nicht sagen, dass irgendwas mit meiner Tochter ist. Doch. Ja, ihre Tochter hatte einen Autounfall und er war tödlich. Puh.
Ich bin zusammengebrochen und nein, das stimmt nicht. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht unsere Tochter sein. Sie müssen sich irren. Lea ist wirklich richtig. Also hat dann irgendwie auch prompt unseren Wohnzimmertisch genommen und durchs Wohnzimmer geschubst und mit samt allem, was drauf war, Essen, Laptop stand drauf, alles. Und er hat immer wieder gesagt, nein, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das ist nicht unsere Tochter. Und er hat überall angerufen, ist er. Seht ihr, wie diese Eltern leiden müssen? Das trifft einen doch. Hier, meine Tochter ist tot. Das stimmt nicht, das kann nicht sein. Die Tochter gestorben? Bei einem Polizeieinsatz in der Innenstadt von Berlin. Am nächsten Tag erfahren Britta und Christian Martini, dass dieser Unfall vermeidbar gewesen wäre. Dann haben sie auch gesagt. Und da ist jetzt der Moment, wo bei mir der Hass kickt. Ich habe euch das gerade eben erzählt, dass die Polizisten nicht schneller als 80 fahren. Es sei denn, es ist wirklich so, selbst bei einer Verfolgungsjagd, die, da habe ich... Ich nenne jetzt, natürlich muss ich Namen zensieren, aber ich nenne jetzt mal Thomas. Ich habe ihn gefragt, hey, wie ist das bei euch? Wegen der Einsatz, wenn ihr da so Verfolgungsjagden habt oder so, wenn das mal dazu kommen sollte, wie macht ihr das? Wie fahrt ihr da? Heißt das hier, wer bremst, verkackt oder wie ist das? Und dann er, nee, wir sollen laut Anweisung nicht schneller als 80 fahren. Weil Sicherheit eben vorgeht. Und wir funken dann einfach nochmal Verstärkung an, aus einem anderen Ort. Oder andere Streifen, die machen dem den Weg zu. Und die fahren auch nicht viel anders da. Und, ja. Und es guckt diesen Menschen einfach mal in die Augen. Wäre ich der Polizist, der gefahren ist, ich könnte nie wieder in den Spiegel gucken, geschweige denn irgendeinem anderen Menschen in die Augen. Zu uns, dass ein Ermittlungsverfahren gegen den Polizisten läuft, weil er wohl zu schnell gefahren ist. Den Unfall verursacht hat Hauptkommissar Peter G. Ende Oktober beginnt gegen ihn der Prozess. Peter G. steuert am Unfalltag den Streifenwagen durch den Tunnel. Jetzt kommt's. Mit Blaulicht und Sirene gibt es zwar keine Geschwindigkeitsbegrenzung, aber Sicherheit hat immer Vorrang. Mehrere Berliner Polizisten sagen vor Gericht aus, dass 70 bis 80 Kilometer pro Stunde bei Blaulichtfahrten als noch angemessen gelten. Genau das. Und jetzt passt mal auf. Das kickt gleich kickt bei mir absoluter Hass. In dem oder vielmehr Verzweiflung. Prozess gegen Peter G. sind diese Polizisten als Zeugen geladen. Peter G. fährt nicht 70 bis 80. Am Ende des Tunnels erreicht er 136 Kilometer pro Stunde. Und sowas geht einfach nicht. Sowas geht einfach nicht. Auch wenn du Open End hast, du kannst halt einfach nicht sagen, jo, ich baller da mit 140 oder 136, ist doch scheißegal. Wenn es sie nicht gewesen wäre, was, wenn ein Fußgänger über die Straße gelatscht wäre? Der den Fußgänger einfach mitgenommen. Zack, bumm, tot. In Amerika. Und ich bin, weiß Gott, jemand, der nicht alles, was die Amerikaner machen, gutheißt. Ich bin generell Amerika etwas kritisch gegenüber, aber das ist egal. Der hätte ja lebenslang gekriegt. Die hätten den lebenslang einfach weggesperrt. Die hätten gesagt, hier, ich hätte gern deine Marke. Pack deine Sachen. Wir buchten dich ein.
Aber die Deutschen ticken da ja anders. Die KMH-Zahl, die war ja dann unglaublich. Die kam ja dann sozusagen auch durchs Gutachten raus, wie schnell er gefahren ist. Und da habe ich gesagt, das ist doch nicht normal. Zumal er die höchste Geschwindigkeit dort erreicht, wo eine Kurve und diese Anhöhe die Sicht versperren. Wer ist Peter G.? Seit mehr als 30 Jahren ist er Hauptkommissar im Dienst. Er fotografiert gerne, stellt solche Bilder von sich ins Netz. Auf Facebook und in einem Blog berichtet er regelmäßig über seine Einsätze als Polizist, weil ihn ein festgenommener Was? Ich glaube, soweit ich weiß, gar nicht. Das darfst du gar nicht als Polizist. Über deine Arbeit reden, das ist. Soll man nicht irgendwie. So habe ich das mitbekommen. Ich kenne mich da nicht ganz so aus, aber. So, ja, was soll ich sagen? Provoziert schreibt er. Eigentlich zog die Linke gerade. Einen anderen Verhafteten bezeichnet er als. Ein menschenverachtendes Stück Scheiße. Hatte sich Peter G. an diesem Tag nicht unter Kontrolle? Je länger die Ermittlungen andauern, umso häufiger denken die Martinis. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ich sage, wer wisst. Oh, und ob da was nicht stimmt. Mal gucken. Was da noch im Spiel war, also da war schon so der Verdacht dann da, dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist. Fast genau ein Jahr nach. Und da steht, Beamter soll mit 1 Promille gefahren sein. Erst mit 1,1 Promille. Ab 0,5 ist man fahruntüchtig. Der hat eine halbe Promille zu, sagen wir mal, zu 0,5 Promille zu viel. Der hat Alkohol im Blut und ist da übel durchgeheizt und deswegen ist sie jetzt tot. Es gibt auch ein Gutachten, das erstellt wurde, aber es darf das. Wo sieht man das, oder? Mal gucken, ob es das ist. In der Berliner Charité, dem Krankenhaus, in dem Peter G. nach dem Unfall untersucht wird, stellt man offenbar genau diesen Alkoholgeruch fest. Davor hat keiner irgendwas mitbekommen. Von irgendwelchem Geruch, aber da hat man es mitbekommen. Da hat man einen Alkoholgeruch und alles mitgekriegt. Das Charité darf aber solche Ergebnisse nicht einfach raushauen. Also zum Beispiel auch an Gerichte nicht. Ja. Deshalb wird das Blut des Polizisten untersucht. Und dann hieß es wirklich, dass er 1,1 Promille hatte. Und ich habe wirklich gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt. Mein Körper hat sowas von reagiert. Und da muss ich auch nochmal sagen, ich wäre ausgerastet. Das wird mich, muss ich das formulieren, zu anders schlimmen Taten bringen. Wäre ich ein Vater oder eine Mutter, Vater, wo ich weiß, mein Kind ist wegen jemandem gestorben, der gesoffen hat im Dienst. Oder vorm Dienst, ist auch egal. Hätte ich rausgefunden, wo der wohnt. Ich hätte ihm Dinge angetan, die gehören nicht auf YouTube. Und ja, ich sage es, ich hätte ihn wahrscheinlich zusammengeprügelt. Also nicht irgendwie so, ich hau dir mal eins auf die Nase, sondern ich hätte ihn zusammengetreten. Ich hätte ihn richtig durchgezogen. Ich hätte mit dem, wie gesagt, Dinge angeschnitten, die gehören nicht auf YouTube. 1,1 Promille gemessen eine Stunde nach dem Unfall. Peter G. wäre damit absolut fahruntüchtig gewesen. Genau das. Monatelang lag das Testergebnis in Peter G.'s Patientenakte. Und durfte vom Gericht nicht geholt werden. Das Problem, von sich aus darf die Charité dieses Ergebnis nicht weitergeben. Datenschutz. Dann gibt es aus der Klinik einen anonymen Hinweis an die Staatsanwaltschaft Berlin. Die will nun unbedingt an Peter G.'s Patientenakte. Sie eröffnete ein Verfahren gegen die Charité wegen Strafvereitlung. Es ist ein Trick, um die Akte beschlagnahmen zu können. Es ist eine Schande, eigentlich, dass der Staat, also die Staatsanwaltschaft, die dir sagen, hey, du bist unschuldig hier,
und verrottest im Knast. Oder du hast gar nichts geklaut, es war jemand anders. Oder generell die entscheiden, ob du schuldig oder unschuldig bist, dass die dann sagen, dass die dann, also was ist sagen, dass die dann eine List und einen Trick anwenden müssen, um an Ergebnisse zu kommen für einen Polizisten, wo man Verdacht hat, der hat gesoffen im Dienst oder vorm Dienst. Was ist das? Und wie gesagt, da werde ich sauer. Ja, da merkt man schon wieder, ich heb da meine Stimme. Wie gesagt, sowas macht mich sauer. Ein Gericht entscheidet kurz darauf ein illegaler Trick. Das Ergebnis des Bluttests darf beim Prozess nicht verwendet werden. Applaus, Leute. Bis zuletzt hofft die Familie, dass dieser Bluttest beim Prozess doch noch als Beweis zugelassen wird. Spoiler, wird er nicht. Wird nicht zugelassen. Korsow, der wurde durch einen illegalen Trick, ja. Ne? Alkohol, dass das eine große Rolle spielt, dass er unter Alkohol stand. Das ist unsere größte Hoffnung halt, ja. Gestern im Kriminalgericht Berlin-Moabit. Letzter Tag im Prozess gegen Peter G. Dessen Verteidiger fordert Freispruch. Und jetzt, ich weiß nicht, wie das so mit Zensur aussieht, aber und so. Aber jetzt muss ich sagen, an diesen Anwalt, wie da muss man sich auch zügeln. Sonst kriegt man da richtig schnell eins auf den Deckel. Wie kann es sein, dass ein Anwalt, der dem Recht geschworen hat, es zu verteidigen, der immer versucht, auf Seiten des Rechts zu stehen, für jemanden, wo erwiesen ist, der ist besoffen gewesen, hat den Menschen dadurch gekillt, weil er einfach getötet, weil er zu schnell gefahren ist, weil er einfach getrunken hat, was auch schon so ein Ding ist. Wie kann man da auf Freispruch plädieren? Was ist das? Was für ein Her wie wenig Herz muss dieser Mensch haben? Wie wenig Herz muss dieser Anwalt haben? Da fehlen mir gerade die Worte. Wie? Nee. Ein Anwalt hat auch das Recht, zu seinem Mandanten zu sagen, weißt du was? Du bist schuldig. Das darf er. Das ist in seinem Plädoyer ungebunden. Wie kann es sein, dass dieser Mann, wo gerade der Moskau drauf ist, wie kann es sein, dass dieser Mann einfach sagt, Freispruch? Und das Dreisteste kommt dann auch noch. Für seinen Mandanten. Der Polizist habe keine Schuld an dem Unfall. Dass er immer wieder versucht, Fabi als Mitschuldige, obwohl es eigentlich bewiesen ist, dass sie keine Schuld an dem Unfall hat. Das. Die versuchen einfach einen Teil der Schuld auf die Tote abzuwälzen. Obwohl, wie die Mutter schon gesagt hat, es ist einfach bewiesen ist, dass er gesoffen hat, besoffen Auto gefahren ist und einen Menschen dabei gekillt hat. Wie kann das sein, dass sowas durchgeht? Dann fällt das Urteil. Ein Jahr und 2 Monate wegen fahrlässiger Tötung für Peter G. Auf als Gefängnis Bewährung. zur Bewährung. Die Auf Bewährung. Begründung des Gerichts: Der Polizist hätte niemals so schnell fahren dürfen, wow, trotz echt? Blaulicht, trotz Sirene. Am Ende des Tunnels wären höchstens 60 km pro Stunde gerechtfertigt Genau das. gewesen. Die Eltern, die Familie wird Fabienne nie wieder lachen hören und sehen. Die Eltern werden nie mehr von ihr hören, hey, ich hab euch lieb. Und dann kriegt dieser Mensch, der das getan hat, einfach nur Bewährung.
Wie gesagt, ich hätte den weggesperrt. Wie in den USA. Lang. Einfach weggesperrt. Einfach lebenslang. Ich hätte ihn nicht mehr rausgelassen. Bei sowas bin ich der Meinung, sollte man mit ziemlicher Härte vorgehen. Ja. Deshalb stellt das Gericht ausdrücklich fest, Fabienne Martini trifft keinerlei Schuld. Wörtlich sagt der Richter, sie hatte keine Chance. Dennoch, es ist ein bitteres Urteil für die Familie. Das Ergebnis der Blutalkoholmessung hat das Gericht als Beweis nicht zugelassen. Es ist einfach ein scheiß Urteil, sag ich mal ganz ehrlich, so wie du es sagst, ja. Wir hatten eigentlich gehofft, dass er wenigstens keine Bewährungsstrafe kriegt, sondern dass er Gefängnis kriegt. Hört ihr die Stimme von diesem Vater, der sein... Hört ihr das? Ich hätte ihn einfach weggesperrt. Egal, ob der getrunken hat, egal, ob Fabienne eine Chance gehabt hätte oder nicht. Ich hätte ihn weggesperrt. Einfach weggesperrt. Ja, und jetzt hat er eine Bewährungsstrafe von 1 Jahr 2 Monate bekommen. Da lacht er doch drüber. Deshalb gehen die Martinis in Berufung, die gehen in Berufung und das finde ich absolut gerechtfertigt. Erstmal sollte es jemals dazu kommen, dass die Eltern das hier sehen, mein absolutes Beileid. Ich weiß, wie es ist, wenn man Menschen verliert, aber nicht, wie man ein Kind verliert. Es tut mir aufrichtig leid. Und ich zweifle langsam, aber sicher immer mehr an unserem Staat. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker oder so, aber ich zweifle am Staat. Wir haben so viele Gesetze, so viele Regelungen. Dass man für nichts und wieder nichts in den Knast kommen kann. Und dann, der Polizist hat sich volllaufen lassen. Ja. 1 Jahr und ein paar Monate auf Bewährung. Wenn ich jetzt rausgehe, mich in ein Auto setze, 140 fahre und volle Knecke einen Fahrradfahrer umramme, oder einen Fußgänger, dann drehe ich die nächsten Videos aus dem Knast. Oder erst wieder in 3 Jahren. Und ich habe teilweise das Gefühl, es liegt einfach nur daran, dass er Beamter ist. Dass das der Beamtenbonus ist. Der da einfach reinkickt. Sowas trifft mich. Ich möchte einfach meine Reichweite jetzt auch bisweilen nutzen, um da aufmerksam drauf zu machen. Und das einfach nicht vergessen zu lassen, dass es nicht einfach im Hintergrund verschwindet. Ja, Leute. Wie gesagt, es tut mir für diese Familie einfach absolut unendlich leid. Meiner Meinung nach hätte die Strafe höher sein müssen, viel höher. Und nicht Bewährung, sondern wirklich direkt Knast. Und dann nicht nur ein Jahr, sondern... Der hat einen Menschen getötet. Einen Menschen. Nicht irgendwie, er hat einen Hund, er hat Nachbars Hund zusammengefahren. Ja. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich lasse das jetzt noch im Hintergrund ein bisschen weiterlaufen. Sie haben ihre Tochter verloren, aber noch nicht ihren Glauben an den Rechtsstaat. Ich hoffe, das geht noch gut für die aus. Ich wünsche denen nur das Allerbeste. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich.